Hallo und herzlich willkommen. 50% der Deutschen wollen den Rücktritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Währenddessen ebnet sein Ministerium für Clan- und Abwirtschaft munter den Weg zur Enteignung und Energiearmut. Unter dem Deckmantel der Klimaneutralität kommt nun für die Bürger eine weitere Kostenexplosion in Form des umstrittenen Heizungsgesetzes. Ob sich Habeck noch lange im Amt halten kann, wie es generell um die Ampelkoalition steht und welche Kosten genau mit dem geplanten Gesetz auf die Bürger zukommen, darüber spreche ich heute mit Marc Bernhard und Steffen Kotré von der AfD-Bundestagsfraktion. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, das geplante Heizungsgesetz schreibt vor, dass ab 2024 neu eingebaute Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Und bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Strafen. Wie bewerten Sie dieses geplante Heizungsgesetz? Naja, es ist ganz einfach. Das ist nicht machbar. Das geplante Heizungsgesetz ist nicht machbar. Es ist relativ klar. Man zwingt die Menschen ja, eine Wärmepumpe einzubauen. Es gibt nicht genügend Wärmepumpen dafür. Es gibt nicht genügend Handwerker dafür. Wir haben gar nicht den Strom, dass plötzlich über 60 Millionen Menschen zusätzlich noch mit Strom heizen sollen. Und die Menschen haben ganz einfach nicht genügend Geld, um das zu bezahlen. Man muss sich das überlegen, für ein Einfamilienhaus 100.000 bis 150.000 Euro nur um eine neue Heizung einzubauen, weil man ja Dach dämmen muss, Fenster und so die Wände dämmen muss, Fußbodenheizung eventuell einbauen muss. Also es ist einfach nicht bezahlbar und nicht machbar. Also geht es gar nicht umzusetzen in der Realität, sagen wir. In der Realität muss man mal sagen, ich hatte vor ein paar Wochen im Deutschen Bundestag gesagt, das kostet 2.000 Milliarden Euro, weil es geht um 20 Millionen Heizungen, aha, mindestens mal 100.000 Euro. Da haben die mich alle noch ungläubig angeschaut. Jetzt hat ja die FDP selber mal nachgerechnet und festgestellt, oh, die sind auf 2.500 Milliarden Euro gekommen. Und das, wenn man das umrechnet, pro Kopf der Bevölkerung 30.000 Euro, nur für eine neue Heizung, ist natürlich ein totaler Wahnsinn und deswegen nicht bezahlbar. An unser Bürgerbüro wenden sich viele Menschen, die schlichtweg verzweifelt sind, besonders Rentner. Die hatten sich einst ein Eigenheim zugelegt, um eine Altersvorsorge zu haben. Und die müssen jetzt zum Teil horrende Summen aufbringen, um die energetischen Erneuerungen, die von der EU vorgeschrieben sind, aber auch was diese neuen Gesetze von unserer Bundesregierung angeht, umzusetzen. Und gerade Rentner bekommen ja auch keinen Kredit mehr. Diese Menschen, die sind schlichtweg verzweifelt. Herr Kotré, warum sieht in der Regierung keiner diese Menschen? Das frage ich mich auch, aber wir haben es ja längst mit einer Politik zu tun, die am Bürger vorbei Politik macht und die überhaupt nicht mehr auf die Realität abstellt. Sie zwingt hier diesen Bürgern auf, aufgrund ihrer Ideologie, nehmen wir ruhig mal die Grünen, die anderen machen mit, sind Mitläufer, aber im Zentrum stehen die Grünen mit ihrer Ideologie. Sie wollen wohl einen neuen Menschen erschaffen, der also in ihrem Sinne klimafreundlich ist, und das ist natürlich irre. Das erinnert mich stark an Zeiten meiner Vergangenheit in der DDR, wie man da also die Menschen bevormundet hat. Und in der Tat, wir haben es also nicht nur mit diesen horrenden Kosten zu tun, das ist ja auch ein Freiheitsaspekt. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft, der Markt regelt die Dinge. Die Leute bestimmen selber, wofür sie ihr Geld ausgeben und was dann letztendlich produziert wird und wie sie eben ihre Energie bekommen. Das muss der Markt machen. Jetzt sind wir allerdings schon lange in der Planwirtschaft bei der Stromerzeugung und jetzt schwappt diese Planwirtschaft auch eben in diesen Bereich ins Eigenheim über. Völlig irre, den Leuten irgendwie vorzuschreiben, wie sie zu heizen haben, aber das scheint hier ein neuer Totalitarismus zu sein, der sich hier so ein bisschen anbahnt. Und ja, die Grünen sind längst keine Umweltschützer mehr, das sind Umweltraudis, das sind Leute, die uns verbieten wollen, die uns bevormunden wollen, die eben auch die Umwelt zerstören mit ihren Windenergieanlagen und viele, viele andere Dinge auch. Aber das ist jetzt so der Punkt, wo, glaube ich, viele Menschen mitbekommen, hoppla, hier passiert was im Lande und das müssen wir unbedingt verhindern. Wir wollen eben wieder zur freiheitlichen Politik zurück. Ja, man muss natürlich auch dabei in Verbindung dazu sehen, es ist ja eine faktische Enteignung von ganz vielen Menschen, weil wenn man als Rentner keinen Kredit mehr bekommt und diese 100.000, 150.000 Euro eben nicht hat, dann muss man das Haus verkaufen. Weil ansonsten muss man im Haus leben ohne Heizung, weil einem die stillgelegt wird oder man eben die entsprechenden Bußgelder bekommt. Das ist eine faktische Enteignung und wir sagen ja auch ganz klar, Eigentum ist Freiheit und Freiheit ist die Grundvoraussetzung für eine lebendige Demokratie und deswegen ist es ein massiver Anschlag auf unsere Freiheitsrechte und damit auch auf unsere Demokratie, so sehen wir das.
Ganz klar. Ja, kommen wir nochmal auf die energiepolitische Sicht zu sprechen. Sogar renommierte Klimaforscher fordern einen Neustart, was das Heizungsgesetz von Habeck angeht. Aber auch diese Stimmen ignoriert er. Warum tut er das? Also wir haben ja schon längst mit einigen Klimaforschern zu tun, die sagen, also so geht's nicht. Ne? Also das Klimaproblematik ist nicht das Vordergründige, sondern der Hunger in der Welt ist das Vordergründige. Ja, allerdings bin ich da jetzt überfragt, warum also dieser falsche Weg beschritten wird. Ich vermute mal, Habeck und Co., die haben sich irgendwie festgebissen in ihrer Ideologie. Die Kernenergie, so sagt man, wurde ja deshalb abgeschafft, weil Habeck Angst vor seinen Wählern hat, wollte ihnen also gefallen. Damit nimmt er das ganze Land in Mithaftung und reißt es energiepolitisch in den Abgrund. Das ist natürlich irre. Das ist vor allen Dingen verantwortungslos. Und gerade aus der grünen Ecke kriegen wir immer vorgehalten, dass man verantwortungsvoll Politik machen muss, was wir machen. Aber sie selber machen es eben nicht. Das ist eben das Schmerzhafte. Man kann ja durchaus Fehler machen in der Politik, aber ich muss dann umkehren. Ich muss dann sagen, ich muss jetzt eine andere Politik machen. Das macht Habeck nicht, das machen die Grünen nicht. Und das macht auch leider die Ampel nicht, auch wenn sie jetzt, wenn die FDP so ein bisschen da dran rumschrauben möchte. Im Endeffekt wird sie es mittragen. Warum? Ja, das sind Strukturen, sind Denkmuster, sind alte Denkmuster, die müssen wir einfach überwinden. All das, was jetzt passiert, ist ja diese sogenannte grüne Transformation. Was kommt dann im Zuge der grünen Transformation noch auf die Bürger zu und was fordert Ihre Fraktion? Ja, wir fordern insbesondere natürlich, dass diese ganze Wärmewende auf den Misthaufen der Geschichte gehört. Das ist relativ klar, das hatte ich auch gestern klar und deutlich im Bundestag gesagt. Aber wir müssen natürlich ein bisschen weiterdenken, weil jetzt spielt sich ja die CDU spielt sich jetzt ja als Retter der Nation auf und sagt, ja, wir kämpfen gegen diese Wärmewende, wir wollen eine sozial verträgliche Wärmewende in Anführungszeichen. Aber wir müssen noch mal klar sehen, worauf setzt die CDU? Ist ganz einfach, ab 2027 wir sollen auch quasi in den EU-CO2-Zertifikatehandel, also Gebäude und Verkehr, mit einbezogen werden. Und da gehen Experten ja davon aus, dass der CO2-Preis massiv steigen wird. Man geht davon aus, dass es zwischen 200 und 300 Euro sich dann erstmal immer weiter steigen wird. Und das bedeutet, faktisch wird dann Öl und Gas unbezahlbar. Die Situation ist eben die, und dann wird es zu diesen sozialen Verwerfungen auch kommen. Das heißt, wir müssen auch diesen Wahnsinn in Brüssel stoppen und klar diese ganze Wärmewende stoppen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Und dafür sagen, in erster Linie muss es darum gehen, dass Wohnen wieder bezahlbar wird. Das ist der entscheidende Punkt, das ist die Maxime für alles. Die Menschen müssen ihr Leben vernünftig bezahlen können. Das ist das, was für uns im Zentrum steht. Für die anderen steht im Zentrum, ums Verrecken, ob es Sinn macht oder nicht, CO2 einzusparen, und alles andere wird dem untergeordnet. Es ist ihnen völlig egal, ob es machbar ist, ob es bezahlbar ist, ob es irreparable Schäden hier in der Wirtschaft für die Arbeitsplätze und so weiter auslöst oder bei den Menschen. Und wir sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Unsere Bürger müssen eben zuerst kommen. Kommen wir nochmal auf die besondere Rolle von Robert Habeck zu sprechen. Die ganze Greichen-Affäre hat ihm natürlich schwer geschadet. Er war jetzt gestern auch in der Befragung im Ausschuss und ist dabei auch nicht gut weggekommen. Der Filzverdacht bleibt auch beim neuen Staatssekretär jetzt. Herr Kotri, wird er sich im Amt halten können? Ja, das ist eine gute Frage. Unter normalen Maßstäben nicht, aber leider ist bei uns mittlerweile eine solche Unkultur eingezogen, dass solche Leute, die sowas auf dem Kerbholz haben, dann leider bleiben dürfen. Hauptsache, sie haben das richtige Parteibuch. Und er hat ja gerade sein ganzes Wirtschaftsministerium so umgekrempelt, dass also dort nur noch die hammerharten Ideologen sitzen oder die Leute aus den Nichtregierungsorganisationen, die eben seine krude Ideologie dort immer vorangetragen haben. Also insoweit glaube ich nicht, dass da ein Eindenken ist. Er ist ein Ideologe und verfolgt eben seine ideologische Politik. Und die wird er auch weiterverfolgen, bis man ihn stoppt. Und darauf kommt es eben an, dass man den anderen sagt, pass mal auf, liebe FDP, wenn ihr nochmal Wähler haben wollt, dann müsst ihr jetzt hier Stopp machen. Gut, SPD, da wage ich also keine Prognose. Ich schon. Ist also auch linksgrün unterhöhlt, unterwandert. Aber er wird nicht Halt machen, bis man ihn stoppt. Und wann das sein wird, naja, das werden wir sehen. Aber wir haben ja sowieso die schillerndsten Persönlichkeiten im Kabinett. Also wir haben hier so eine linke, linksradikale Innenministerin Faeser,
Und da wundert mich dann eben gar nichts mehr. Nein, wir müssen eben zu einer anderen Kultur in Deutschland kommen, zu einer anderen Politik. Die Leute müssen mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, also nicht nur versteckt in der Tasche ballen, sondern auch offen sagen, was Sache ist, sich trauen und dann eben die Geschicke lenken und entsprechend ja, die Parteien ins Amt wählen, die also das Beste für unser Land wollen. Und insofern ist das dann der Stopp für Habeck. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch einen Ausblick mit Ihnen wagen. Es brodelt ja in der Bundesregierung. Sie haben es gerade auch schon angekündigt. Grüne und FDP haben sich jetzt auch völlig überworfen scheinbar wegen dieses neuen Heizungsgesetzes. Das sollte eigentlich diese Woche ja auch in die Abstimmung kommen. Wir haben ja gerade Sitzungswoche, wurde zurückgezogen. Und sogar die Welt schrieb jetzt von einer Zerreißprobe für die Ampel. Herr Bernhard, wie ist Ihr Ausblick? Kann das nun die Ampel endgültig sprengen? Ich glaube, dass das eine ganze, einfach nur eine große Show ist, um ganz ehrlich zu sagen. Also eigentlich inhaltlich stimmen FDP und Grüne völlig überein. Die FDP versucht hier nur eine Fassade nach außen gegenüber ihren Wählern zu wahren. Aber eigentlich geht es ihnen darum, ihre Dienstwagen und ihre Posten zu behalten. Und auf die möchten sie ganz bestimmt nicht verzichten. Und deswegen wird diese Koalition leider Gottes auch halten. Und es wird wahrscheinlich nach den Pfingstferien dann irgendein fauler Kompromiss kommen, wo man nach außen darstellen möchte, ja, jetzt haben wir es ganz sozial verträglich gemacht, aber in Realität wird es dann bei diesem Heizungshammer bleiben. Im Ergebnis wird sich daran nichts ändern. Die Koalition wird daran auch nicht scheitern, sondern die wollen in ihren Dienstwegen und in ihren schönen Büros und Ministergehältern bleiben. Wir werden das Ganze auf jeden Fall weiter beobachten. Danke für Ihre Zeit. Ja, danke schön. Gerne.